Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, ich bin, wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund sehen könnt, nicht in Schnittermark in dieser Folge. Und zwar befinde ich mich gerade in Auridon, hier oben links am Wegschrein von Grünwasser. Und da seht ihr schon hier dieses Eventsymbol, da steht auch Hexenzirkel, Ereignis, Kurator, Hexenmutter, Olivre. Und ich glaube aber, damit wir das alles richtig machen können, müssen wir sogar noch was anderes machen. Weil seit heute, also sprich seit gerade, ist nämlich das Hexenfest begonnen. Ist das Hexenfest begonnen? Na, ihr wisst ja, was ich meine. Hat das Hexenfest begonnen? Und zwar, ach so, zwei Dinge. Einmal könnt ihr im Kronenshop, wenn ihr auf Schaukasten geht, könnt ihr runterscrollen und da seht ihr hier das grausige Mumientuch. Das ist jetzt 13 Tage lang gratis, aber ihr braucht die Voraussetzung, also beziehungsweise die Errungenschaft, unglaublicher Spaß. Wenn ihr jetzt auf eure Errungenschaften geht, auf Feste und Feiern und auf Hexenfest, da werdet ihr dieses hier finden, also unglaublicher Spaß, die Errungenschaft. Dazu müsst ihr 10 Ohreulenfedern finden. Die sind leider nicht so häufig, dass man die bekommt, um dann erstmal eine Senschal-Ohreule freischalten zu können. Also das ist, ja, soweit ich das verstanden habe, dieses Jahr schon neu gekommen. Müsste ich jetzt mal auf meinem privaten Account gucken, auf der Main, weil die hat ja alle Errungenschaften soweit hier von Festen und Feiern und so weiter fertig. Wenn die noch nicht hat, dann sind die auf jeden Fall neu. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo eine Eule als Begleiter habe. Das müsst ihr auf jeden Fall hier haben. Wenn ihr die 10 dann einmal benutzt habt und dann diese Errungenschaft habt, dann erhaltet ihr auch das aus dem Kronenshop gratis. So, und dann Thema Kronenshop. Das ist jetzt gerade bei den aktuellen Ereignissen. Wenn ihr nämlich da auf Ereignisse klickt, könnt ihr Ereignisquest Tauschhandel der Hexenmutter anklicken. Das ist sozusagen der Beginn. Hier seht ihr auch unten Kosten 0 Kronen. Das bestätigen wir einmal. Dann kriegen wir die Quest Tauschhandel der Hexenmutter. Und, wie ihr schon ein seht... Bittsteller, den es nach Macht verlangt? Komm, Schnitter, komm näher. Damit haben wir dann den Questbeginn. Der Tod, den ihr verursacht habt, umgibt euch noch immer. Was für ein angenehmer Geruch. Doch man kann die Brut von diesem Jahr nicht mit der Ernte vom letzten füttern. Ich brauche etwas Frischeres, um euch meine Gefälligkeit zu erweisen. Eure Gefälligkeit? Was für eine Gefälligkeit? Das Gebräu einer Hexenmutter, um den Gestank des Todes zu verstärken. All das für eine Handvoll Reagenzien. Mit einem Kürbis als Grundlage und Eingeweiden, die irgendeinem quiekenden Viech entrissen wurden, für mehr Fülle. Irgendeinem quiekenden Viech, das haben sie ja immer gut umschrieben. Ihr wollt also einen Kürbis und ein paar Eingeweide, sonst noch etwas? Tamriel ist übersät mit gefährlichen Höhlen. Die stärksten Kreaturen dort sind der Weizen unter der Spreu. Erntet sie. Ihre Essenz wird euch umgeben und meinem Gebräu den richtigen Geschmack verleihen. Nun gut, ich werde euch eure Reagenzien bringen. Ja, und das ist halt das, was ich jetzt gesagt hatte. Normalerweise wäre hier jetzt das Fest und das kann auch jeder machen, der diese Einführung nicht macht, aber ich wollte die jetzt mit euch einmal machen. Ihr seht schon rechts Hinweise, dass da jetzt nur noch der Anführer ist, weil einen Kürbis haben wir natürlich im Inventar bzw. im, im Handwerksbeutel und Eingeweide haben wir natürlich auch im Handwerksbeutel. Die Essenz des Anführers könnt ihr euch im Endeffekt überall holen. Hier ist auch nochmal direkt in der Nähe ein Verlies, wobei ich immer in das gleiche Verlies reingehe, weil man da immer schnell reinlaufen kann. Da gehe ich dann immer nach unten, nach Muckelwacht. Lauf dann einmal hier hoch. Also im Prinzip ist es egal. Ihr könntet jetzt auch oben in das Verlies reingehen oder woanders reingehen. Das ist völlig gleich. Aber ich laufe dann immer in dieses Verlies hier rein, laufe dann hier zum Anführer. In der Regel ist es tatsächlich so,
dass man entweder in diesem Verlies hier oder in dem Verlies direkt oben bei der Hexenmutter immer sehr viele Leute findet, die einen quasi unterstützen. Also ihr seht schon, hier ist jetzt schon wieder alles kahl. Die Leute sind hier schon durchgerascht bis zum Boss. Oh ja, einer ist noch ein Nachzügler. Einer ist gerade noch dabei. Achso, ich wollte gerade den Nekromanten hier eine draufgeben. So. Der ist immer noch nicht da. Da müssen wir dann einen Moment warten. Dann kommt Polinus sehr schnell wieder. Ich weiß nicht genau, wie das im Verlies oben ist. Ich glaube, da muss man nämlich ein bisschen länger warten, bis der Boss dann wieder da ist. Und hier der Boss, der ist so, ja, ich sag mal, spätestens alle 5 Minuten oder so ist er normalerweise wieder da. Ich werde jetzt einen kleinen Moment warten, bis er wieder da ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Esther, ich kam gerade zum guten Teil. Und das war der gute, ich hab's vergessen, Pulli irgendwas. Und normalerweise meine ich, dass die Hexenmutter... Ah ne, trefft sie auf Auridon. Dann gucken wir mal eben schnell nach, wo wir sie jetzt treffen sollen. Wir sollen sie hier oben jetzt treffen, genau. Dann werden wir uns jetzt hier mal eben hinbegeben. Und wir sehen uns direkt wieder. So, meistens ist es so, dass ihr dann einfach zu jemandem von eurer Freundesliste bzw. Gildenliste porten könnt. Und die sind dann schon an dem Ort, wo ihr auch sein solltet, wenn ihr nicht hier überall an den Bäumen hängen bleibt, so wie ich es gerade getan habe. Hier ist dann diese Höhle, so sieht die aus. Wunderschön, wie ich finde. Achso, Moment halt. Hier ist noch was zu lesen über Plünderschädel. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Kann man leicht in der Hitze des Gefechts übersehen, deswegen, ich habe es auch fast mal wieder übersehen. Ich hatte nur im Hinterkopf, dass, ja, halt generell hier was liegt. Oh, diesmal ist es aber ein sehr, sehr langer Text. So, dann einmal rein. Die Hexenmutter. Also hier links Kürbis, seht ihr die tägliche Quest, die ihr machen könnt. Gibt es tapfere Seelen, die gewillt sind, ihn aufzuhalten? Und die Hexenmutter steht genau hier in der Mitte, wo man nichts mehr sehen kann, weil hier irgendwie jeder steht. Die Schnitterin kehrt mit der Ernte zurück. Ich habe mitgebracht, was ihr wolltet. Ja, der Geruch des Todes eilt euch voraus. Das sollte passen. Sehr gut sogar. Findet eigentlich noch jemand, dass die eine unheimlich junge Stimme hat dafür, dass die so aussieht? Vergesst unseren Handel nicht. Was jetzt, Schnitterin? Erblickt die wahre Fülle eurer Ernte. Nehmt einen großen Schluck. Ein feines Mahl, das Königen wie Tyrannen munden würde. Gelüstet es euch nicht davon zu kosten, liebste Schnitterin? Ich bin mir nicht so sicher. Ihr seid so weit gekommen, nicht wahr? Trinkt aus dem Kessel. Fühlt, wie das Gebräu der Hexenmutter euch durchströmt. Zögert nicht, Schnitter. Die Ernte wartet nicht. Ja, und da ich das schon habe, kriege ich es nicht mehr. Aber ich meine, hier ist dann der Moment, wo man dann die Pfeife der Hexenmutter noch bekommt zusätzlich. Achso, nee, davon soll ich gar nicht trinken. Boah. Mann, hier bleibt man aber auch überall drin stecken. So. So, das ist die Pfeife der Hexenmutter. Wenn man die jetzt benutzt, erhält man hier diesen Kessel. Wenn man den jetzt wiederum benutzt, dann wird man in dieses mehr oder weniger schlimm aussehende Skelett verwandelt. Es gibt übrigens, das nur als kleiner Tipp, es gibt eine Errungenschaft. In dieser Skelettform muss man 100 Skelette getötet haben, damit man diese Errungenschaft bekommt. Wenn ihr übrigens nicht mehr so aussehen wollt, ist ja euer gutes Recht, dann geht ihr einfach auf C, scrollt ganz weit nach unten
und drückt die rechte Maustaste, dann seht ihr wieder so aus, wie ihr vorher halt eben auch ausgesehen habt. So, dann haben wir, wieso haben wir jetzt auf einmal zwei Dailies? Also ich weiß, dass das linke eine Daily ist, was das da hinten ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ach so, doch, Feiernde, kommt und sprecht mit mir. Uns stehen dunkle Zeiten bevor. Das krähengeborene Grauen rückt auf unser Reich vor. Unternimmt man nichts dagegen, wird es am Ende den Schleier durchstoßen und sämtliche Bewohner Nirns bedrohen. Ob nun aus Wohltätigkeit oder einer Belohnung wegen. Ich spüre, dass ihr es seid, die das Grauen besiegen wird. Was ist das krähengeborene Grauen? Ein mächtiger Krähenschrecken aus Immergrau. Sein Kommen ist unausweichlich. Doch es gibt Hoffnung. Aspekte des Grauens manifestieren sich bereits in unserem Reich in Gestalt von verfluchten Federn, die aus elenden Kreaturen sprießen. Ihr müsst diese Federn sammeln. Zu welchem Zweck? Sobald ihr genug gesammelt habt, können wir daraus ein Abbild des Grauens machen. Wenn wir es mit Energie aus Immergrau erfüllen, können wir damit die Kreatur in ein Taschenreich locken. Dort wiederum lässt sie sich besiegen. Nun los! Die Zeit ist knapp! Sehr gut. Ich werde die Federn sammeln und daraus ein Abbild herstellen. Ihr müsst die verfluchten Federn sammeln. Sie sprießen auf den widerwärtigsten Kreaturen in ganz Tamriel und sind auch zwischen den Federn krähenartiger Geschöpfe verborgen. Ich spüre sie überall. Sobald ihr genügend gesammelt habt, um das Abbild herzustellen, können wir anfangen. Erzählt mir mehr über diese verfluchten Federn. Sie sind Manifestationen von Immergrau. Während das krähengeborene Grauen immer näher kommt, baut sich seine Energie in Form von dunklen Federn auf, die wie eine Krätze auf anderen Kreaturen wuchern. Die Federn sind für euch jedoch harmlos, falls euch das abschreckt. Was ist Immergrau? Das wisst ihr nicht? Es ist Nocturnals Reich, ein Ort der Schatten und der Finsternis. Es wird von vielen bewohnt, doch von niemandem beherrscht. Ja, und da sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite schon die Krähe rupfen. Das haben wir jetzt hier angenommen. Und genauso wie sie es gesagt hat, hier steht auch, verfluchte Federn findet man in Plünderschädeln. Ich meine, wir haben jetzt, genau, wir haben jetzt eben nämlich dadurch, dass wir die Quest einmal abgeschlossen haben, einen goldenen Dremora-Plünderschädel für ein Gewölbe bekommen, weil wir da diese Aufgabe mit dem Gewölbeboss hatten. Es gibt täglich immer goldene Plünderschädel, einmal für jeweils einen Raid, für einen Vierer-Dungeon, also wenn man da die Aufgaben macht, für ein Gewölbe, das sind alle Gewölbe, die man im Endeffekt machen kann, so wie diese kleinen auch, die haben wir jetzt gesehen, für einen Weltboss. Und ich glaube, das war's. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann schreibe ich das Ganze nochmal unten drunter. Aber da könnt ihr dann auf jeden Fall für jede Art, sage ich jetzt mal, einmal pro Tag jeweils einen goldenen Plünderschädel erhalten. Keine Sorge, wenn ihr nicht jeden Tag einen Raid mitmachen könnt, beziehungsweise abschließen könnt, dann ist das ganz normal. Das wird keiner in der Zeit geschafft bekommen. Das ist nur, um jeden Tag, wie gesagt, die ganzen goldenen Plünderschädel zu bekommen. Dann hat man halt einen weniger. Aber das Fest werdet ihr normalerweise trotzdem locker abschließen können. Wir öffnen mal also so einen Plünderschädel. So etwas findet man auch nicht alle Tage. Und ihr seht, wir haben mal wieder Stile und so weiter bekommen. Ich habe jetzt aber auf die Schnelle gerade nicht gesehen, ob wir da auch Federn bekommen haben. Die müssten dann ja, wenn, hier drin sein. Aber... weder unter dem normalen noch unter verschiedenen sind Federn drin gewesen. Schade. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass es sehr, sehr schwer ist, diese Federn überhaupt zu bekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal eben auf die andere Seite.
dann sprechen wir mit der eigentlich richtigen täglichen Quest. Ich brauche eure Hilfe. Der dädrische Fürst Kürbisfatze sucht neue Beute für seine Speisekammer. Was ist denn los? Kürbisfratze, der dädrische Fürst der Furcht, hat seine Macht an diesem Hexenfest in Nirn manifestiert. Fürst Kürbisfratze nährt sich von dem Schrecken, den er in Sterblichen auslöst, und lähmt sie völlig. Es stehen Leben auf dem Spiel, meine Freundin. Ich weiß von mindestens 3 Heimgesuchten, die er schon geholt hat. Heimgesuchte? Die Heimgesuchten sind Sterbliche, die Furcht übermannt hat. Fürst Kürbisfratze lockte sie nach Detritus, versetzte sie in Schrecken und entließ sie wieder in die Welt. Wenn nicht jemand etwas unternimmt, sind sie zum Untergang verdammt. Als Priester von Stenda, dem Gott der Gnade, bitte ich euch inständig um Hilfe. Ich werde helfen. Sagt mir, was zu tun ist. Es gibt 3 Heimgesuchte, die eure Hilfe brauchen. Ich markiere auf eurer Karte, wo sie zu finden sind. Sie sind in dieser Welt, doch ihre Geister werden in Detritus gequält. Dieses Amulett wird es euch erlauben, dorthin zu reisen, um ihnen beizustehen. Und mit ihm kann ich mich auch mit euch verständigen. Wer seid ihr? Ich bin Maxiar Odil, ein Priester von Stenda. Mir ist bewusst, welche Bedrohung Fürst Kürbisfratze während des Hexenfests für die Bewohner von Nirn darstellt. Wir müssen jene beschützen, die der dädrische Fürst der Furcht ins Visier nimmt. Wie habt ihr hiervon erfahren? Ich weiß nun schon seit einer Weile von der Macht von Fürst Kürbisfratze. Ich weiß, wann er seine Opfer zurück in unsere Welt schleudert. Erzählt mir mehr von Fürst Kürbisfratze. Er ist der dädrische Fürst der Todesängste. Er herrscht von der Halbebene Detritus aus. Während des Hexenfests reicht seine Macht in unsere Welt hinein, wo er dann jene mit seinen Schrecken überzieht, die dafür verwundbar sind. Er treibt Leute vor Angst in den Wahnsinn. Erzählt mir von Detritus. Detritus? Das ist ein garstiger Ort. Eine Halbwelt voller Grauen. Dort labt sich Fürst Kürbisfratze an den Ängsten der Sterblichen. Während dieser Zeit öffnen sich Portale zwischen dieser Halbebene und unserer Welt. Und er lässt seine finsteren Gelüste an den Lebenden aus. Ja, und jetzt steht ja hier schon, macht einen Heimgesuchten in Gradwald ausfindig, in Deschan und in Stormhafen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zu diesen Orten hingehen. Ich suche gerade den Eingang. Der war hier oben. Gehen wir erstmal raus. So, und dann reiten wir natürlich erstmal wieder zurück zu unserem Wegschrein. Wo ich jetzt doch in die falsche Richtung bin. Achso, die Treppen hoch, genau. Und dann beginnen wir einmal mit Gradwald. Wahrscheinlich werden wir es so nicht direkt sehen können. Ich reiß einfach mal irgendwo hin. Und jetzt sieht man schon. Unter mir auf der Karte. Macht einen Heimgesuchten in Gradwald ausfindig. Das war jetzt ehrlich gesagt purer Zufall, dass ich hierhin gereist bin. Aber natürlich nicht schlecht. Oh ja, natürlich springt die komplett darüber. So. Diese arme Seele war sich der Gefahren dieser Jahreszeit nicht bewusst. Hier müsste was sein. Feuer! Überall! Es wird uns alle verbrennen! Es wird alles verbrennen! Er hat es mir gezeigt! Ich kann nicht fort! Ich werde verbrennen! Was stimmt mit euch nicht? Die Feuer! Überall um uns herum! Fürst Kürbisfratze zeigte mir, was geschieht, wenn ich dieses Boot verlasse! Die Flammen werden mich verschlingen! Sie werden alles verschlingen! Ich kann nicht fort! Helft mir! Welche Feuer? Seht ihr sie denn nicht? Natürlich. Sie sind auf der Ebene von Fürst Kürbisfratze. Ich spüre die brennende Hitze durch den Schleier zwischen unserer Welt und seiner. Wasser bietet mir Sicherheit.
aber nur vorübergehend. Wir werden alle brennen. Wenn ihr in seine Domäne geht, werdet ihr die Flammen sehen. Wie kann ich die Feuer aufhalten? Geht nach Detritus. Es gibt eine Pflanze, eine Flammenstillblüte, die den Brand löschen kann. Doch hütet euch vor Fürst Kürbisfratze. Ich öffnete ein Portal nach Detritus. Geht hinein und sucht die Flammenstillblüte. Warte. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist cool, weil es ist was komplett Neues. Ich meine, da stand schon mal einer mit einer täglichen Quest, aber sowas hier habe ich noch nie gemacht. Ich spüre es. Lasst jetzt nicht nach. Und eigentlich, bin ich ganz ehrlich, finde ich es ganz cool bisher. Ach so, eine Blüte. Die haben wir doch schon mal gehabt. Ihr taucht in die Urangst meiner Domäne ein, wegen einer kleinen Waldelfin. Törichte Sterbliche, ihr werdet ein feines Mahl abgeben. Alter, zeig mir die ganze Zeit an, ich so einer Liebe. Sie verzehren mich nicht länger. Kurz bevor sie verschwanden, sah ich euch mitten in ihnen. Was ist geschehen? Ich habe Kürbisfratze in Detritus die Stirn geboten und die Feuer gelöscht. Ich spürte es. Einen Hoffnungsschimmer, wieder die Angst, der in mir aufstieg. Ihr habt das Feuer gelöscht. Jenen Brand, der mir aus Detritus folgte. Ihr habt mich vor den Flammen gerettet. Habt Dank. Wie seid ihr in Detritus gelandet? Ich erinnere mich nur an Bruchstücke. Doch ich glaube, da war etwas, was ich finden musste. Ich ging nach Detritus, um danach zu suchen. Die Flammenstillblüte? Die Flammen sind fort, doch mein Kopf brennt noch vor Schmerz. Erinnert ihr euch an irgendetwas anderes? Da war ein Totem? Ich trug etwas bei mir, was mich zu Fürst Kürbisfratze führte. Jetzt ist es verloren, zusammen mit meiner Erinnerung daran. Es tut mir leid, meine Freundin. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Ihr habt diese Heimgesuchte gerettet, doch auch andere brauchen eure Hilfe. Ja, ich weiß, aber mein Kopf ist hier gerade auch am Explodieren. Wie asozial ist das hier? Alter, außer Lärm nichts gewesen, oder wie war das? Ja, ich hab's geahnt, das war oben. Da müssen wir einmal ein bisschen mehr rumlaufen. Übrigens, die Quest mit der Krähe, die können wir jetzt leider heute nicht mehr machen. Weil dafür müssen wir halt ein bisschen länger... wo müssen wir noch in die Scharen? Dafür müssen wir halt ein bisschen länger sammeln. Falls ich das hinkriege, die Sachen zu sammeln, dann werde ich die mit euch allerdings nochmal in einer anderen Folge machen. Ach, da sehe ich es jetzt auch gerade, ne? Oben links, genau, da ist ein Heimgesuchter. Dann gehen wir mal hier hin. Zur Obsidian-Schlucht. So. Dann müssen wir einmal hier rüber. Ich dachte gerade, das ist was zum Lesen, also hier was zum Stehlen. Aber was zu lesen können wir natürlich nicht einfach so hier liegen lassen. Den Anker müssen wir jetzt leider liegen lassen, weil der gehört nicht zur Quest. Jetzt kommen wir hier nirgendwo mehr hin. Ist das hier? Schon wieder was zum Lesen. Okay. Nehmen wir alles mit. Wo ist der Danny, das Heimgesuchte? Bitte vergebt mir. Ich gebe mir nächstes Mal mehr Mühe. Ich verspreche es. Ich wasche die Schande fort, unbedingt. Ich zahle jeden Preis, ganz gleich, was ich opfern muss. Selbst wenn es mich umbringt. Mit wem sprecht ihr? Mit meinen Ahnen. Denen, denen ich mit meinem nutzlosen Leben Schande brachte. Ich höre ihre Stimmen, als stünden sie unmittelbar neben mir, um mich für jeden meiner Makel zu verdammen. Was ist geschehen? Wie ist das geschehen? Ich war in Detritus. Fürst Kürbisfratze legte die wahren Gefühle meiner Ahnen offen. Darüber, zu welch einem Wurm ich geworden bin.
Geht und sprecht mit ihnen, wenn ihr denn müsst. Was mich anbelangt, so muss ich mich darauf vorbereiten, Wiedergutmachung für all meine Fehler zu leisten. Ja. Stellt euch in den Detritus der Angst dieses Heimgesuchten. Okay. Hier sieht's auch nicht schlecht aus. Jämmerlicher Feigling! Nur der Tod tilgt die Schmach, die ihr unserem Haus bringt. Detritus kann ein entsetzlicher Ort sein. Die Luft selbst ist von Furcht erfüllt. Geht weiter! Ich gehe ja schon. Da. Hallo? Mein liebster Farwin, ich weiß, dass euer Vater ein harter Mann ist und dass sich wohl auch nichts mehr ändern wird. Sein Vater ruinierte den Familiennamen mit seinen desaströsen Abenteurern. Also wünschte er sich als Heranwachsender nichts sehnlicher als ein Erbe, das einmal mehr Würde trägt. Daher erwartete er auch so viel von euch. Mit der Zeit wird er sicher erkennen, dass es so viel gibt, worauf er stolz sein kann. In jedem Brief zeigt ihr mir, wie viel ihr gelernt habt und welch eine Bereicherung eure Reise ist. Es ist mir jedes Mal eine Freude, eure Briefe zu erhalten und jedes Mal lese ich sie eurem Vater vor. Eure Geschichten zu hören hilft mir zu ertragen, wie sehr ich euch vermisse und ich spüre, dass es ihm ebenso geht. Könntet ihr mal die Klappe halten? Ich bin hier gerade was am Lesen. Mann, vor Schmerzen schreien ist doch keine Schande, aber bitte leise. Ich kann es kaum erwarten, von euren nächsten Abenteuer zu hören und von der Erleuchtung, die sie euch bringt. Gebt euch auf euch Acht, mein Sohn. Mutter. Also, okay. Ihr mögt diesem Dunkelelfen Hoffnung schenken, doch seine Ängste bringen ihn zu mir zurück. So wie eure Ängste euch. Meine Mutter, ich sehe hier nichts. Warum denke ich an sie? Die Stimmen, sie sind fort. Ich sah meine Ahnen. Und auch Fürst Kürbisfratze und euch. Was habt ihr getan? Eure Mutter ist stolz auf euch. Ihr seid nun frei. Ich verstehe. Meine Furcht hat mich derart verschlungen, dass mir sämtliche Vernunft abging. Ich war so sicher, dass der einzige Ausweg darin bestand. Hab Dank dafür, dass ihr diesem Albtraum ein Ende bereitet habt. Wie seid ihr in Detritus gelandet? Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Irgendetwas an diesem furchtbaren Ort hat mir das Gedächtnis benebelt. Das sind nur Fetzen. Doch ich weiß noch, dass in Detritus eine Verheißung auf irgendein Wissen wartete. Das lockte mich an. Erinnert ihr euch an irgendetwas anderes? Ich hatte etwas bei mir. Einen mächtigen Gegenstand, die mir jemand für irgendeine Aufgabe ausgehändigt hatte. Ich spüre ihn noch fast. Doch jetzt ist er fort, zusammen mit meinen Erinnerungen. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen, meine Freundin. Gut, ja, wie ihr Detritus getrotzt habt. Ein Heimgesuchter braucht noch eure Hilfe. Ja. So, nee, ich dachte gerade. Obwohl doch, da hinten ist was zu bohren. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal eben hier oben hin. Ja. Da oben, genau. Dann müssen wir jetzt nach Sturmhafen warten. Und zwar hier oben. Das heißt, wir porten zum Wegschrein von Windborg. Müssen wahrscheinlich zu diesem. Ja, genau. Vor den Minen, ja. Oh, ey, das ist so ätzend, wenn man das am ersten Tag macht. Ist der das jetzt? Hallo. So kann ich mit dem nicht reden? Warum geht es nicht weg? Ich muss es abwaschen. Alles abwaschen. Bald ertrinke ich darin. Was macht ihr da? Seht ihr das denn nicht? Das Blut. Ströme davon, die mir die Arme fast bis zu den Schultern hinauftränken.
Sie breiten sich immer weiter aus. Ich kann nicht reden. Ich muss das abwaschen, sonst quillt es noch schneller hervor. Es sieht für mich nicht danach aus, als ob ihr blutet. Es ist nicht mein Blut. Mir ist es gar nicht aufgefallen, bis er mir zeigte, was meine Axt angerichtet hat. Die Flecken der Toten, die in meine Haut hineinkriechen. Das Blut wird meinen Leib tränken, bis ich darin ertrinke. Ich muss es abwaschen. Wer zeigte euch das? Fürst Kürbisfratze. Vielleicht kann er es euch auch zeigen. Geht bitte. Meine Axt hat so viel Blut vergossen. Selbst wenn ich mir die Haut von den Knochen schrubben muss, ich werde mich sauber waschen. Ich öffnete einen Fall. Ja, ich sehe kein Portal. Es tut mir leid. Petrus holt sich am Ende alle, die Ebene betreten. Ja. Einfach nur grauenhaft. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt alle eine neue Quest ansehen wollen. Zurück! Ich will euch nicht wehtun! Nicht noch einmal! Das Blut! Okay. Das Blut! Dieser Heimgesuchte braucht Hilfe. Reinigt seine Waffe. Dann reinigen wir seine Waffe. Der sah auch nicht gut aus mit den ganzen Schweineblut da. Alter! Was war das denn? Und was seid ihr bitte? Ich will davon einen Screenshot haben. Ich muss davon einen Screenshot haben. Es tut mir leid. So. Blutige Streitaxt. Gehst du da runter, Kleines? Neville, seine Qual ist nur aufgeschoben. Das vergossene Blut bleibt ein Makel auf seiner Seele. Seine Ängste bringen ihn stets zurück zu mir. Mischt euch nicht ein. Geh fort. Das Blut. Oh, ich komme wieder nicht. Es ist fort. Das Blut. Es ist fort. Ich sah die Toten. Und Fürst Kürbisfratze. Und euch. Ihr habt meine Axt gereinigt. Und mich mit ihr. Der Griff, den Fürst Kürbisfratze um euch hatte, ist gesprengt. Das sehe ich. Ich war ein Narr daran zu glauben, ich hätte meine Ängste bezwungen und meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte ich vielleicht noch den Kopf in den Fluss gesteckt, um allem zu entkommen. Ihr habt meinen Dank. Wie seid ihr in diese Lage hineingeraten? Ich kann mich nicht erinnern. Es tut mir leid. Das sind wohl die Auswirkungen meiner Zeit in Detritus. Eines kann ich mir in Erinnerung rufen. Mir wurde Absolution für meine Vergangenheit angeboten. Ein Weg, wie ich meinen schmerzhaften Erinnerungen entkommen kann. Könnt ihr euch sonst noch an etwas erinnern? Da war ein Totem, das mir gegeben wurde, um mir dabei zu helfen, mich Detritus zu stellen. Klein, aber mächtig. Und mich schauderte, wenn ich es berührte. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Es tut mir aufrichtig leid, meine Freundin. Also so schön die neue Quest ja auch ist, aber ja, was ist das für eine Scheiße, was immer dazwischen kommt? Das ist ja mega nervig. Der hat jetzt aber kein Portal. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Es ist so laut hier gerade. Ich war jetzt am gucken, ob er irgendein Portal hat, aber wir müssen so wieder zurückreisen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach Auridon zurück. Und vom Wegschrein vom Grünwasser aus geht es dann wieder in die Höhle. Einmal die Treppen runter und dann links durch das ganze Gestrüpp hier. Und da, wo dieser Felsen so rüberkommt, direkt dahinter rechts, ist dann die Höhle. So.
Ich spüre die Furcht an euch, doch ihr lebt. Das ergibt keinen Sinn. Ihr strahlt die Urangst von Detritus aus, doch sie hat euch nicht in den Wahnsinn getrieben? Wartet. Was ist aus den Heimgesuchten geworden? Wartet. Hat er gedacht, dass ich in den Wahnsinn getrieben werde, oder was? Ich habe die Heimgesuchten von ihren Ängsten befreit, genau wie erbeten. Hab Dank. Ich war nicht sicher, ob das möglich ist. Offenkundig seid ihr stärker, als ich dachte. Wir werden diese Stärke für das brauchen, was als nächstes kommt. Wir beide schweben in ernster Gefahr. Finde ich klasse, dass der mich einfach so da reinschickt, so nach dem Motto, ich glaube ja nicht, dass du das kannst, aber probieren wir es mal aus. Wovon redet ihr da? Ich bereue, dass ich euch das angetan habe. Aber ich muss euch ein Geständnis machen. Ich bin ein Priester von Stendar. Doch ich bin auch das erste Opfer von Fürst Kürbisfratze. Sein ältester Heimgesuchter. Fürst Kürbisfratze speiste ewig von meinem Schrecken. Dann bot er mir eines Tages einen Handel an. Was für einen Handel? Erlösung von meiner Qual. Wenn ich ihm forsche Helden schicke, die er verderben kann. Aha. Ich willigte ein. Ich musste den Kreislauf durchbrechen. Das Amulett, das ich euch gab, markiert seine Beute. Ich trage auch eines. Es bereitet seine Opfer darauf vor, einer seiner Heimgesuchten zu werden. Hab ich's doch gewusst. Und ich sollte sein jüngstes Opfer werden? Ich weiß, dass es falsch war. Doch ich hoffte, einen wahren Streiter zu finden, um Fürst Kürbisfratze herauszufordern. Ihr könnt uns alle retten. Trommelt nun rasch Verbündete zusammen und kehrt nach Detritus zurück, um ihm die Stirn zu bieten. Ich bleibe über das Amulett mit euch in Verbindung. Wartet! Spürt ihr das? Was soll ich spüren? Ich werde große Freude am Auslöschen der Hoffnung haben, die ihr in meinen Heimgesuchten wecktet. Bald schleife ich euch alle zurück nach Detritus. Für immer. Also, hier steht jetzt, Fürst Kürbisfratze gegenübertreten. Bald hat er genügend Kraft, um uns zu holen. Ja, halt doch mal die Klappe. Diese Begegnung ist besonders herausfordernd und für mehrere Spieler gedacht. Ihr solltet euch durchaus etwas Hilfe im Kampf gegen Fürst Kürbisfratze oder eurem Untergang ins Auge sehen. Alter, wenn ihr das Portal ohne Gruppe betretet, müsst ihr allein kämpfen. Geht mit Bedacht vor. Ich schau mal eben, ob ich eventuell noch eine Notlösung bekomme. Ansonsten gehe ich alleine rein. Ja, und ich bin dann tatsächlich auch alleine hineingegangen. Allerdings, warum das keine gute Idee gewesen ist und wie ich es am Ende doch noch geschafft habe, das Ganze zu schaffen, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!